Moin, wir sind schon wieder. So, hier mal was anderes, was Neues. Hierbei geht es um eine neue Technik. Hier machen wir jetzt mal Module anders aufs Dach, wie es gewohnt ist. Ihr kennt das alles mit Kunststoffspoilern, Aluminiumspoilern, irgendwelchen komischen Winkeln aus dem Baumarkt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene tolle Sachen. Hier war es so, dass die junge Frau etwas haben möchte, dass sie auch, wenn man mal nach hinten zeigt, das Surfbrett drauf festmachen kann mit einer bestimmten Halterung. Und dann haben wir uns überlegt, dass man doch vielleicht auch das Solarmodul gleich mit entsprechenden Winkeln auf die Airline-Schienen klebt. Denn das Ganze hat einen riesengroßen Vorteil. Wir können das Modul verschieben, in welche Richtung wir auch immer wollen. Und zu jeder Zeit abnehmen, um zum Beispiel mal darunter zu reinigen. Denn wer schon mal nach 2 Jahren unter so ein Modul geguckt hat, der hat sich bestimmt schwer erschrocken. Und man kriegt es einfach nicht vernünftig sauber. Daher ist das mal eine echte Alternative. Airline-Schienen, die aufs Dach geklebt werden, anstelle von Halterungen. Wir haben Zusatznutzen, wir können weitere Halterungen darauf festmachen. Alles, was beliebt ist, auch mal eine Dachbox darauf machen. Dieses Modul könnte jetzt, weil es sehr, sehr hoch gemacht ist, auch über die Dachlüfter da vorne drüber weg. Wäre egal, wenn wir jetzt sagen, wir möchten den Raum hier vorne haben. Hier ist wirklich Platz genug. Also das ist eine echte Alternative. Ich sage nur einfach wie immer viel Spaß damit. Bis bald. Tschüss. Fertig.